Welcome back to Gothic 3 Enhanced Edition. Wir sind hier. Im Hammerclan. Verdammt, ich habe nicht gespeichert. Und wir werden diese schwere Truhe looten. Koste es, was es wolle. Und wir werden das auch gleich aufschreiben. So, hier, da, speichern. Ja. Schwere Truhe. Schwere Truhe bei Ingvar. War. So. Geh ruhig schlafen, Junge. So, anschleichen. Großschwert. Das muss ich mir jetzt anschauen. Nur die stärksten Kämpfer können dieses Schwert führen. So kürzer als wie das Meisterschwert. 115. Dann könnten wir es noch schleifen. 125. Dann noch 135. Jetzt zu Ende. Ah, die ist schon geschärft. Habe ich ja, glaube ich. Geschärft. Moment, das macht 95 Schaden. Schwertmeister ist Bonustalent. 105. 115. Ja gut. So, mit Ingo haben wir gesprochen. Klingt wie irgendwie sowas zum Essen. Der Ingo klingt danach. Du bist der Fremde. Jo. Wenn du einen Platz zum Pennen suchst, bei mir in der Hütte ist noch ein Platz. Nice, frei. Danke. Ich bin froh, wenn ich ein bisschen Gesellschaft habe. Was gibt es hier zu holen? Du bist genauso wie ich früher. Immer darauf aus, was abzulassen. Egal, wie viel Ärger man auch bekommt. Was ist? Gibt es hier was? Klar. Was suchst du denn? Golf. Ich weiß nicht, ob du in Nordmar dann richtig bist. Wir machen uns nicht viel aus Gold. Wir lagern den Krempel in Tjalfs Truhe. Hm. Was kann denn schon groß passieren? Was bist du denn für einer? Ich bin Ugolf, der beste Orktöter, den dieses Dorf je gesehen hat. Und schon ein bisschen was machst du dann? Suppe kochen und trinken.
Ich gehe nicht mehr auf Orkjagd. Suppe wäre aber jetzt auch lecker, Mann. Das würde mich jetzt kosten. So eine wunderschöne, kräftige Fleischsuppe mit Nudeln. Ach, das wäre jetzt was Tolles. Gibt es einen Grund für deinen Ruhestand? Ich hab's geschworen. Auf meine Axt. Klingt bescheuert. Ist es auch. War eine Wette. Ist das dein Ernst? Kannst du mir was beibringen? Hey, ich bin dein Mann. Keiner von den Typen hier kann mir das Wasser reichen, wenn es darum geht, einem Ork den Schädel zu spalten. Für 50 Erz zeige ich dir, wie es geht. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Was für eine Wette? Eine Flasche Stollengroll. Ohne zu Boden zu gehen. Kein Problem, habe ich gedacht. Denkst du, das Gesöff hat mich K.O. gehauen und fragt nach Sonnenschein? Was ist Stollengrollen? Oh, das ist der fürchterlichste Schnaps, den es gibt. Ein Höllenzeug, sage ich dir. Wahrscheinlich bist du einfach nicht hart genug. Was? Willst du mich beleidigen? Wer keinen Schnaps verträgt, hat da draußen noch nichts zu suchen. Das reicht. Hast du schon mal einen Stollengrollen getrunken? Wenn du es schaffst, das Zeug runterzukriegen und stehen zu bleiben, gehe ich mit dir da raus. Die Wette gilt. Gib mir einen Stollengroll. Warum meinst du, ich bewahre dieses Zeug in meinem Haus auf? Viel zu gefährlich. Wir brauen es dir zusammen. Dazu brauche ich noch ein bisschen Kram. Was? Hier. Einige Dinge niemals ändern. Zutatenliste, warte, ich will jetzt ehrlich gesagt lieber in die Zutatenliste schauen. Achso, das ist der Wolfsklapp. Ich habe irgendwie wenig Erz, oder? Sind noch mal diese 20, 2 mal 2 Brocken Erz. Einige Dinge werden sich niemals hier sind die Zutaten. So, jetzt muss ein blaues Wunder erleben. Gib mir den Schnaps. Hier. Du hast die Konstitution eines Vollbisons. Wenn du willst, gehe ich mit dir auf die Orkjagd. Hier, du kannst das sicher besser gebrauchen als ich. Richtig, aber trotzdem geht das so nicht weiter. Okay, nice. Weil das ist ein witziger Quest, wenn man zu schwach ist. Weg mit der Waffe. Oh Gott, tut mir leid. Wenn man zu schwach ist, dann haut es einen voll um. Das hat mir, wie ich das erste Mal durchgespielt habe, ist schon Jahre her. Da war das so witzig. Da bin ich so als Schwacher gleich in den Norden raufgegangen. Und dieser Quest ist abhängig von der Ausdauer, die man hat. Und wenn man zu wenig Ausdauer hat, dann haut einen dieser Schnaps um. Das war halt irgendwie witzig. Und ich habe nicht gewusst, oh, what the fuck, was muss ich jetzt machen? Es sieht nicht gesund aus. Ich habe 44 Erz im Inventar. So. Also ist es doch dieses Erz, was er meint. Und nicht der Eisenerzbock. Einer fehlt noch von den Feuerkelchen. Was kann ich hier machen? Ah, hier kann ich mir einen Eintopf bauen.
leider nicht so toll. Keine Runenstein. Nicht abrutschen, Waldbär abpflücken. Da ist ja wieder so ein Scheißding. Feuernessel mitnehmen. Da bist du, der krasse Boy. Oho, Besuch. Jo. Komm her, lass dich anschauen. Du siehst kräftig aus, so wie es sich für einen Mann in Nordmar gehört. Kannst du es mit einem Ork aufnehmen? Klar. Natürlich kannst du das, sonst wärst du nicht bis hierher gekommen. Männer wie dich können wir hier brauchen. Ich suche einen Schmied. Dann bist du hier richtig. Auch wenn die Orks unseren Ofen haben, ist Ingvar der Erdschmelzer immer noch ein Meister seines Fachs. Seine Klingen sind über die Grenzen unseres Landes berühmt. Gibt's Probleme? Das kann man wohl sagen. Orks haben unsere Mine besetzt, mitsamt dem Ofen. Der ganze Stolz unseres Clans ist in den Händen dieser haarigen Bastarde. Unsere Vorväter würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie davon wüssten. Was unternehmt ihr wegen der Mine? Wir machen die Orks fertig. Zugegeben, zurzeit sieht's nicht gut aus, aber wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin hält Reto die Orks in Schach. Gut. Braucht ihr Hilfe? Klar, jeder, der eine Axt halten kann, ist herzlich eingeladen. Melde dich bei Reto. Er sagt dir, was zu tun ist. Nice. Was bekomme ich für meine Hilfe? Magst du Gold? Du bekommst eine ganze Truhe voll Gold. Mehr, als du tragen kannst. Mehr, als ich tragen kann? Ach, egal, und wenn du alles mitnimmst. Ich brauche das Zeug nicht. Nice. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ich speichere lieber, bevor ich diese Münze aufklaube. Teleporterstein. Jetzt. Ja. Oh. Die werde ich erst später looten. Weil die schenkt er mir, wenn ich quasi den Quest mache. Ich habe ein Trinkhorn, was macht man mit dem? Lass mich in Ruhe. Da bin ich jetzt gespannt, was man mit dem Trinkhorn macht. Nice! Kann man zwar nichts anfangen damit, aber egal. So, als nächstes, glaube ich, gehe ich mit dem Typen dort unten zu den Erzlagerstätten, irgendwas. Damit er mir sagen kann, wie man besser schürft. Lass uns zum Schürfercamp gehen. Ich gehe vor. Wir sollten uns beeilen. Das wird wahrscheinlich jetzt auch ein schwieriger Quest, oder? Der hat nur eine Spitzhacke. Aber okay. Ich hoffe, der rennt nicht durch ein Orklager. Das wäre ungünstig. Hier keinen Ärger, klar? Speichern. Jetzt muss ich einfach speichern, weil das könnte. Ich will nicht, dass der drauf geht. Der muss mir noch das Schürfen zeigen, quasi. Das bessere Schürfen.
Wie bekomme ich mehr Zeug raus aus dem Stein? Ich glaube, das kann er mir zeigen, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute das. Das gab es in Gothic die Nacht des Raben auch. Und in Gothic 1, glaube ich, auch. Oder? Schnapsbeeren, Säbelzahntiger. Okay. So, 4 werden wir gleich ausrüsten. So, das war's mit dir. Du bist Vieh. Endlich! Ich dachte schon, ich komme hier nie mehr raus. Jetzt ist alles okay. Ja. Aber wir müssen uns anstrengen, um die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Hier, ich hab was für dich. Nice. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. So, wo bist du jetzt? Jetzt muss ich mit dir quatschen. Ich wollte nicht, dass die draufgehen. So, da sind wir. Hier, das Feuer brennt noch. Keiner hier. Riechst du das? Was? Mein Crawler! Du musst in die Höhle. Vielleicht leben die Schürfer noch. Was ist mit dir? Ich bin Schürfer. Ich habe noch nicht mal eine Axt. Komm, geh du. Anfänger. Sind da jetzt wieder welche gespawnt? Nee. Lass mich in Ruhe. Du hast uns gerettet. Ich dachte schon, die Crawler würden uns erwischen. Hier hast du ein bisschen Erz. So eine Packerei. Danke. Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Lass mich in Ruhe. Moment, da ist doch was auf dem Boden. Jedes Erz ist von zentraler Bedeutung. Von enormer Bedeutung. So, das mache ich aber erst, wenn ich das bei dem Typen gelernt habe.
alles mitnehmen. Die Crawler sind erledigt. Sehr gut. Ich werde hier bleiben und den Jungs helfen, das nötige Erz zu holen. Was ist mit mir? Hier, dieses Amulett hat mir bisher treue Dienste geleistet. Jetzt soll es dir gehören. Mach hier keinen Ärger, klar? Ja, und kann ich jetzt nicht... Kann ich jetzt nicht mehr Erz bei ihm lernen? Okay, scheinbar nicht. Ja, dann klopfen wir einfach hier so das Zeug aus dem Fels. Ich dachte, man könnte das noch lernen. Ah, verdammt. Jetzt muss ich die umhauen, oder? Damit ich ans Erz komme. Erstmal speichern. Oder nee, warte, ich könnte auch einfach einen Schlafzauber anwenden. Ich glaube, das wäre besser. Als die umhauen, die armen Typen. Die hatten zwar auch ein gutes Zeug dabei. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Was? Was war das? Aber dann sind sie wenigstens nicht braun. Lass mich. Was ist hier noch so? Moment. Wenn das so ist, hier sind Bisons. Ich habe ihn gespeichert.
Da! So, und hier? Ich esse mal die 8. Die Nummer 8. Aber die sind wieder krass. Da muss ich jetzt einfach speichern, weil die sind wie die Wollnashörner. Die sind einfach krasse Boys. Und ich brauche dringend das Fell. Please, schneller. Schneller überschreiben. Okay, die Wollnashörner sind irgendwie stärker. Aber die geben ordentlich Fleisch. Krass. 4. So, das war's mit euch, ihr Mistviecher. 8. Da vorne liegt noch einer, da liegen sogar 2. Aber ich bräuchte eigentlich noch ein paar Bisons. Und die anderen Sachen bräuchte ich eigentlich gar nicht. Nee. 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 Jetzt muss ich schon wieder gegen die kämpfen. Ich kann es nicht lassen. Ich wollte eigentlich zum... Wolfsklan. Und ich wollte eigentlich nur mit den Leuten quatschen. Aber weil die halt jetzt hier stehen, dann will ich auch nicht nochmal zurücklaufen. Naja, gut. Acht.
sehen, Mara. Nee, Leute, Leute, kommt mal her hier. Yo, kommt mal her. Oh, Hilfe, 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 Hilfe. Lasst mich hier raus. Vier. Nein! Nein! Acht. Sechs. Sie was Snorre? Komm mal her, Leute. Kommt mal her, bitte. Ja, ihr da. Genau, ihr. Ich brauche eure Unterstützung. Sticht der mir hier in den Rücken? Ich glaube, es hakt. Nee, den will ich gerne im Zweikampf. Der ist voll auf mich gefokust, Alter. Das muss ich mir jetzt anschauen. Zweikampf Snorre gegen Ork. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, wer da die Oberhand gewinnen wird. Und dann haben wir dieses Ahnengrab auch schon leergeräumt. Krass. So schnell geht das. Aber mit Unterstützung der Orks. Wir haben sie ein bisschen abused. Die Skelette allein wären vielleicht ein bisschen... Ja, ich glaube, Snorre wird verlieren. Snorre wird definitiv verlieren. Easy going. Bronzschild Elite-Krieger.
Okay, kann ich nicht aufheben. Beziehungsweise looten den Snorr. Ah, nicht, denn da ist er wichtig. Ich hatte schon gedacht, er wäre irgendwo, wo ich ihn nicht finde. Es wäre dann blöd, wenn man den nicht findet. Und jetzt heißt es natürlich wie immer looten, looten, was das Zeug hält. So viele rostige Schwerter. Und so viele Orks. So, den da draußen habe ich eh schon gelootet. Den Ork. Diese Musik. Richtig gruselig. Schamane. So, da ist ein Pfeil, da ist noch ein Pfeil. Dort sind verdammt viele Pfeile. Da loote ich später weiter, jetzt möchte ich erst da drinnen reinschauen. So. Was ist hier? Irgendwo eine versteckte Schatzkammer? Oder so? Ein Krieger zum Beispiel. Ein rostiges Schwert. Keine Schwertruhe. Ich würde gerne Schwertruhe haben. Sehr gern sogar. Habe ich hier auch nichts übersehen? Gut, dann gehen wir weiter. Hinein in die Dunkelheit. Alte Truhe ist auch nice. Oh mein Gott. Dann, ja, aktivieren, oder? Ein Sockel. Dort kann man was reinstecken. Dort kann man was reinstecken, Leute. Merkt euch das. In einem Sockel kann man was reinstecken. Der Ahnstein passt genau hinein. Nice. Jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Licht hier. Ja.
möchte nichts sagen. Aber irgendwie ist die Ding jetzt leicht komisch, oder? Die Sicht. War das immer schon so? Na, jetzt ist es besser. Jetzt ist es schon besser. Ich dachte schon. Komisch. Was ist denn da los? Das war keine Third Person. Das war irgendwie ein Hintern Person. Wo bin ich hier jetzt eigentlich? Eh schon wieder fast beim Wolfsclan. Okay. So. Und hier sind wir. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, dieses Haus dort oben. Dort gibt es eigentlich einen Quest. Den habe ich, der ist unglaublich blöd zu machen. Sofern es das Richtige ist, was ich jetzt denke, dass es ist. Auf diesem Plateau dort oben, da will ich jetzt ehrlich gesagt hin. Und da muss ich aber vorher aufpassen. Ich glaube, dass das ist. Willst du ein Stück Fleisch? Ma, ist der süß. Ma, ist der süß. Hier. Lol, ma. Ma, das ist ein tolles, das ist ein toller Quest. Nur der hat keine so tollen Quests. Fürchte ich. Was polterst du hier rum? Du vertreibst noch das ganze Wild. Wieso lebst du hier draußen? Ich bin Jäger für den Wolfsclan. Aber ich habe keine Lust, ständig ins Dorf zu rennen. Die meiste Zeit bin ich hier draußen. Wenn ich genug Fälle zusammen habe, bringe ich sie ins Dorf. Ansonsten tausche ich mit herumreisenden Nordmarern. Hast du Tauschwaren? Ein bisschen was habe ich immer da. Vielleicht kannst du ja was gebrauchen. Herumreisende Nordmarer? Wer kommt denn hier vorbei? Ab und zu bekomme ich Besuch von dem einen oder anderen Jäger. Meistens sind aber die Orktöter des Feuerclans hier unterwegs. Was machen die Orktöter hier? Sie jagen Orks. Außerdem gibt es hier eine alte Grabhöhle. Dort schauen sie nach dem Rechten. Die, erzähl mir was über die Grabhöhle. Dort liegt irgendein Held aus grauer Vorzeit. Ich habe keine Ahnung wer. Snow. Wenn du mehr wissen willst, solltest du zum Feuerclan gehen. Wo ist die Grabhöhle? Östlich von meiner Hütte, in der großen Bergwand. Ich weiß. Was kann man hier jagen? Hirsche. Das Plateau ist der beste Ort in ganz Nordmar für die Hirschjagd. Wenn du willst, kannst du mir helfen. Wie viele Hirsche soll ich erlegen? Am besten alle. Erlege die Hirsche auf dem Plateau, okay. Ich wollte noch zum Wolfsclan. Soll ich eine Lieferung mitnehmen? Warum eigentlich nicht? Hier, diese Eiswolffälle müssen zur Ruhe. Okay, wir müssen dringend zum Wolfsclan die ganzen Quest abgeben. Ich bin auf der Suche nach Xardas. Der letzte, der Xardas aufsuchen wollte, war ein Paladin. Ich schätze, das war kein Freundschaftsbesuch. Es war vor allem kein langer Besuch. Der Weg unterhalb meiner Hütte führt dich hin. Du musst hoch in die Berge.
Wenn du ein Stück rohes Fleisch hast, kann Grauhaar dich hinführen. LOL! Ist Grauhaar dein Wolf? Er gehört nicht mir. Er ist freiwillig hier. Aber du hast ihn abgerichtet. Auch nicht. Er ist mein Freund und Begleiter. Ich zwinge ihn zu gar nichts. Aber er ist sehr klug und versteht alles, was man ihm sagt. Du solltest ihm aber ein Stück rohes Fleisch geben. Du verstehst schon, warum. Zeig mir deine Ware. Okay. Ork-Reißer. Was habe ich eigentlich für Bogen? Ich habe ja nur so einen Lowbob-Bogen, 80. Wildjäger. Ja, der wäre schon gut, aber ich bin jetzt nicht so der Bogentyp. Also, diese Quest ist wahrscheinlich sehr, sehr lästig. Habe ich eigentlich so einen Zauber? Wir speichern nochmal. Hochlandhirsch. Die will ich unbedingt alle haben. Beim letzten Durchlauf von dem Spiel, da habe ich ziemlich alles auf 100% gehabt und das war der letzte Quest, den habe ich mir irgendwie verpackt, da habe ich einfach keine Hirsche gefunden. Es war so anstrengend. Ist richtig lästig, wenn die Hirsche übrig bleiben. Also. Ich will den Quest abschließen.
Jetzt müsste ich halt noch wissen, wo die Hirsche liegen. Ich hoffe, ich vergesse da keinen. Sogar ein normales Schwert. Boah, ich hoffe, da ist noch einer, oder? Ja, please. Ist das nicht der letzte? Ist das nicht der letzte? Vier. Please. Ja, 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 jetzt habe ich endlich diesen Kack-Quest abgeschlossen. Und das Problem hier ist, wenn die einmal weg, also ich weiß nicht, ich bin damals einfach so reingerannt und habe die volle aufgescheucht, was zur Folge gehabt hat. Speichern erstmal. Dann legen wir uns mit den Volbis uns an, was zur Folge gehabt hat, dass die einfach kreuz und quer gelaufen sind und weit weggelaufen sind und wahrscheinlich ist eins irgendwo gebackt und das habe ich dann halt nie wieder gefunden, obwohl ich hier tausendmal alles abgesucht habe. Aber jetzt habe ich wenigstens das geschafft. Das ist ein harter Quest. Richtig hart. Und jetzt kommen die Volbisons dran. Die gefallen mir übrigens auch sehr gut. Nice, nice, nice. 3, 4, 5, 6, 7. Ja, da können wir schon langsam auf die Stückzahl kommen, die wir abliefern müssen für die Quests. Schon langsam sammeln sie sich an. Da gehe ich jetzt nicht runter, jetzt gehe ich zu dem Typ und gebe die Quest ab. Sofern man die abgeben kann. Und dann zu den kann ich ja auch gehen. Ich habe alle Hirsche erlebt. Nice. Heftig. Ist dann wirklich. Jo, ich mache zwar alles mit Feuerball, aber egal. Kriegst eine Menge Gold dafür. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Natürlich hat er mir schon teil. Geil, wenn der Orkjäger auch noch hat. Bring mich zum Turm von Xardas. Diesen Quest muss ich jetzt auch einfach machen. Speichern. Schaffe ich das noch in dieser Folge? Ach, ich mache jetzt einfach Überlänge. Ich will keine extra Folge anwerfen. Fuck. Fuck, was soll ich tun, Leute? Soll ich jetzt noch einen Cut machen? Eine kurze Folge bringen zu Xardas Turm? Denn ich will ja dann auch noch zur Rune und ich will die Quests abgeben. Ich weiß nicht, ich kann nicht alles gleichzeitig tun. Das ist gerade so spannend. Ach, ich mache das jetzt in der nächsten Folge. Tschüss mit dir und schau. Mit Au.